Ja, wir haben es gestern Abend schon einmal versucht, und zwar habe ich versucht hier zu klopfen mit dem Wallerholz, hat natürlich nicht funktioniert, weil es normalerweise muss man gleich in tiefem Wasser klopfen, hat an der Oder funktioniert, hier an der Tülsfelder Talsperre ist schwierig. Wir drehen hier eine Folge von Route raus, der Spaß beginnt, 6 neue Folgen gibt es ja und eine Spezialausgabe von uns gibt es das Buch und den Kalender, also es ist richtig was los in diesem Jahr und Horst hat sich schon das erste Mal wieder an seinen weißen Haaren gekrault. Das bedeutet nichts Gutes. Wir waren gestern Abend da und haben hier versucht, einen Wels zu fangen. Denn hier in der Tülsfelder Talsperre gibt es richtig große Wälse. Angeblich bis zu 2,30 Meter oder so. Und wir haben den Gewässerwart dabei, Knut Tholen. Und der hat uns gesagt, hier ist eine gute Stelle. Das ist die sogenannte Kuhzunge. Die haben sie für uns hier reserviert. Und wir sind gespannt, was geht. Heute wollen wir versuchen, mit dem Fiederkorb hier mal ein bisschen was zu fangen, Brassen, Karpfen oder so. Und nebenbei legen wir noch eine Angel auf Wels aus. Horst hat Maden dabei, Tauwürmer haben wir dabei, Tauwurmbündel. Und wollen mal sehen, was geht. Denn wir wollen ja heute noch ein Fischgericht machen. Heinz Gressner ist ja bekannt für ganz, ganz viele verrückte Fischgerichte. Zum Beispiel Karpfen, Gyros oder Brassenchips oder so weiter. Und ich denke mal, ein Brassen wird gehen. Und ja. Route raus, der Spaß beginnt, so heißt es bei uns. Da geht's los. Das ist Horst Hennings da. Ne, Horst? Was? Schnauze. Schnauze, sagt er. Wie immer. Nachdem das gestern mit den Wälzen noch nicht so geklappt hat, wollen wir jetzt auf die sichere Nummer gehen, wollen versuchen, Brassen oder ein Rotauge zu fangen. Und dazu habe ich hier einen Fiederkorb, den habe ich hier so ein bisschen, meine Maden laufen jetzt schon raus, ein paar Maden drin, ein bisschen Liebe muss drin sein. Ich habe mir auf Anraten des hier ansässigen Sportfreunds 30 Meter abgestochen, er sagt, bei 30 Meter ist eine Kante, da ist vorgefuttert und da pfeffere ich jetzt meinen Futterkorb hin, mache erstmal so 6-7 Trockenwürfe, merken wir mir drüben immer eine Landmarke. Und da werfe ich immer wieder hin und mache einen Futterteppich und dann hoffe ich, dass mir Heinz nicht so dicht kommt, dass wir da ein paar Fische fangen. Ja, wir sind hier an der Tülsfelder Talsperre und die ist entstanden von 1924 bis 1927 in sogenannten Notstandsarbeiten. Und da wurde die Söste aufgestaut als Hochwasserschutz für die unterliegenden Orte, Thüle, Friseute, Kampe und so weiter. Es ist eine typische Flachwasser- oder Flachlandstausee, also eher flach, hat eine Fläche von beim mittleren Wasserstand von 165 Quadratmeter. Wenn wir jetzt Meter weiter anstauen, hätten wir 275 Quadratmeter und liegt mitten in einem Naturschutzgebiet von rund 500 Quadratmeter. An Fischarten gibt es hier alle typischen von A bis Z, von Aal bis Zander. Wir haben hier einen guten Weißfischbestand, Brassen, Rotaugen, Güster und so weiter. Aal und natürlich auch Wels ist in den letzten Jahren sehr stark geworden. Von den kleinen fingerlangen Wels bis zum 2,50 Meter ist ja alles vertreten. Das haben wir auch schon beim Elektrofischen, beim Kontrollfischen als Beifang gehabt, diese großen Wälze. Also jede Menge von Meter plus. Ja, ist eigentlich ein sehr schönes Gewässer. Sehr erholsam hier zu sitzen. Man kann ruhige Ecken finden und hier mal die Seele baumeln lassen. Ich wollte gerade die Route in den Ständer stellen, hatte ich schon den ersten Fisch. Genau, die sind halt ein Profi, ne? Fisch ist Fisch, ne Heinz? Guck hier, das erste schöne Rucklauge. Das können wir mitnehmen. Der Logo können wir den mitnehmen. Heinz isst die ja gerne. Ja. Gott sei Dank, was die fischlose Zeit ist vorbei. Schöner Rotauge. Schönes Rotauge. Bisschen nach rechts halten, Heinz, ne? Nach da. Ja, ja, so gerade. Wenn du gerade wirst, ist okay. Wird er heute noch was? Angelplatz bisschen aufräumen. Da liegt man, ist hier weg. Thank you.
Wale reinkommen? Nö, nö. Also. Was ist das hier? Achso, weiß. Ja, das Problem ist nicht. Oh, du. Wenn hier Fische in der Nähe sind, du. Ideal, ne? Was hast du drauf? Drei Tauwürmer. Drei? Ja. Sieht aber nach einem aus. Willst du nochmal nachzählen? Ich weiß nicht, was wir da machen sollen. Wir haben hier Unmengen kleiner Fische, die machen uns ewig die Haken blank. Also ich habe jetzt schon mit Made, Mistwurm, Mistwurm, Made, Maden, nur Maden, Made aufgezogen, Made quer. Sind nach kurzer Zeit sind die Haken blank, aber es muss doch jede Menge Futter hier liegen. Irgendwann muss doch mal ein vernünftiger Fisch kommen. Du weißt ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also Fische, Kleinfisch ist hier genug. Jetzt haben wir gleich noch die Gänse am Futterplatz, weißt du, Dennis. Hast du es gehabt, Rob? Jo. Prost, warte, ich komm. Prost. Warte. Hey. Warte, das ist nicht so hoch. Ist doch drin. Ja, warte, lass ihn unten. Ja, ich fang noch ein. Was? Die Brassen kommen, du. Ja, die Brassen kommen ja. Ich sag, irgendwann kommen sie. Kasse ist doch da. Guck dir den an, den Löwen. Ne? Fisch des Tages. Ah, schön. Oh, wir kriegen die Mahlzeit zusammen. Und 20 cm. Wir kriegen eine Mahlzeit zusammen. Ja, mach fertig, Hans, ich fang noch ein. Ich will auch mal einen Fisch fangen. Ja. Ach Mensch. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt so angeln soll, weißt du? Ja, die Monster der Tülsfelder Talsperre haben uns bisher noch nicht beglückt hier. Wir sind erstmal am Ende an der Kuhzunge, aber heute geht es noch weiter. Horst hat ja sehr gut gefangen, eigentlich für seine Verhältnisse ganz in Ordnung. Barsch, Zander, Rotauge, sogar eine Ugelei dabei, reicht fürs Fischgericht. Und wie das Ganze weitergeht, wir wollen jetzt gleich noch Spinnfischen machen und morgen ganz früh raus. Das seht ihr dann in der Folge die Monster der Tülsfelder Talsperre. Ob wir die noch fangen, wer weiß. Ne, Horst? Guckt euch das an, dann wisst ihr Bescheid. So, da sind wir wieder beim Präsidenten des Sportfischerverbandes Weser-Ems. Und der ist bekannt für seine hervorragenden Rezepte. Heinz, komm mal ran. Heinz Kersner. Ja. Also Insider kenne ich natürlich aus Wilhelmshaven. Ne? Jadebusen, das sind die Barsche. Die werden wir zu. Was gibt's denn heute? Ich komme mal raus. Ja, ich habe mir mal wieder was einfallen lassen. Letztes Jahr, das habe ich schon im Kochkurs bei uns gemacht. Wir machen chinesische Bratnudeln. Und anstatt des Hühnerfleisches nehmen wir heute mal Fisch. Und wie heißt das Gericht? Ja. Asiatische Tülsfelder Fischpfanne. Genau. Münzelatsch. Es war viel Verschnitt dabei. Ja. Ein Schuppen auch mal, ja, aus, das mal ausprobieren. Ja, natürlich. Jetzt haben wir quasi Barschfilet gemacht und kleine Stücke geschnitten. Ja. Sieht ja schon mal gut aus. Riecht ja, sieht gut. Warte, sag mal nie. Bestens. Alles, du machst das Herz begehrt. Alles hier. So, ich glaube, das war's. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt so eine Nudeln esse heute. Ja. Aber ich habe die noch nie gegessen so gut. Nee? Nee. Mit der ganzen Sendung. Also muss öfter was mitkommen. Super. Das ist wirklich super. Mmh.